Klingt nach einem leichten Auftrag. Du solltest ihn übernehmen können, während Kyle mit Rush unterwegs ist. Nimm dir einen Shuttle, lande bei den Koordinaten des Notrufs und nimm Überlebende auf. Ja, sollte ein leichter Auftrag werden. Damit herzlich willkommen zur nächsten Folge von Jedi Knight, Jedi Academy. Ja, wir machen weiter, wo wir aufgehört haben quasi, in der nächsten Folge. Und jetzt ist halt die Frage, wo hauen wir unseren nächsten Punkt rein? Eigentlich kann es da nur eine Antwort geben. Power Unlimited. Power. Bisschen hier. Macht Blitze schmeißen, ist doch immer nice, oder? Würde ich so sehen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt irgendeinen negativen Einfluss aufs Spiel hat, von wegen, wir sind mehr dunkel als hell. Wobei Kyle ja im Intro gesagt hat, ne? Die Machtkräfte sind an sich nicht gut oder böse, sondern der Einsatz. Wobei ich mich frage, wie man Machtblitze positiv oder hell einsetzen kann, aber na gut. Schauen wir mal, was uns erwartet, ne? Eine Rettungsmission. Hallo? Hallo? Hey, sieh da! Der Macht sei Dank, dass Sie hier sind. Dieser Ort ist... Was war das? Ach ja, man muss ja... Händlerschiff, was ich suche. Man muss alte Videospiele einfach lieben. So, er wird halt einfach vor seinen Augen von so einem riesigen Wurm mit 10 Milliarden Zähnen gefressen. Und er ist irgendwie gar nicht so schockiert oder so, sagt einfach nur, was war das? So. Dabei hat er ja voll gesehen, was da gerade passiert ist. So. Also, wir dürfen hier nicht auf den Sand kommen. Da hinten ist blau. Das heißt, da ist gut. Das Ding ist, ich weiß gar nicht, ob Force Speed uns auch was bringt, aber ich denke schon. Hier sollte ich sicher sein. Ja, hier sollten wir sicher sein. Auch gut, wie er im Intro erstmal voll sarkastisch oder sich erstmal über sich selbst aufregt. So, nach dem Motto, ach, eine Rettungsmission. Am Ende muss er halt selber gerettet werden. So, warte mal, hier erstmal hier hoch und dann hier hoch. Und dann unser Lichtschwert ziehen und Lichtschwert werfen. Nein, keine Ahnung. Aber warte mal, eben war doch hier was Blaues. Ah, hier. Okay. Ein Part haben wir. Das heißt, wir werden jetzt hier erstmal schnell rüberrennen. Dann hier ein bisschen hüpfen. Hoffen, dass wir hier drauf bleiben. Oh Gott. Hoppala. So. Da und. Wobei ich gar nicht weiß, vielleicht können wir auch mehrere Teile gleichzeitig tragen. Der S4 hat schon Bock auf uns. Okay. Ne, hier müssen wir nicht hin. Irgendwo müssen wir die Teile doch absetzen, oder? Ja, so. Aha. Ja, hier. Ein Schiffsteil kann nur auf einmal getragen werden. Wir müssen es zurückbringen. So, wir brauchen noch den Damper und die Power Coupling. Und eine Energiezelle. Okay. Checkpoint. Okay, wir haben einen Autosave. Wir werden erstmal unseren Speed-Modus aktivieren. Ja, hättest du wohl gern, du Motherfucker. Hier. Friss einen Thermaldetonator. Lol. Lol. Das funktioniert? Lol. Okay, aber nicht ein zweites Mal. Anscheinend. Kann man das Vieh töten? Das würde mich wirklich interessieren.
Weil ja, hier liegen auch Thermaldetonatoren, also kann man das Vieh einfach ein bisschen hier, hallo, ein bisschen baiten und dann zack. Das ist ziemlich tricky vom Timing her. Kann es auch nicht im Sand sehen. Okay, wir müssen jetzt mal hier lang erstmal. Nächste Teil besorgen. Weil ich gar nicht weiß, vielleicht... Vielleicht können wir uns ja mit dem Lichtschwert zumindest einmal rausbaiten, wenn wir von dem Ding irgendwie gepackt werden sollten oder so. Ja, das Ding brauchen wir. Das heißt, wir werden jetzt kurz warten, bis unsere Jedi-Side sich aufgelöst hat. Dann werden wir unseren Speedbuff aktivieren, das Ding einsammeln und hier rauf. Upsala. So. Einmal hier rüber, darüber und dann so. So. Da sind wir quasi schon wieder auf dem Weg zum Schiff. Oh Gott. Upsala. Okay. Ich glaube, wir brauchen 50, ja, wir brauchen 50 Force Power für Speed, Alter. Speed ist ganz schön teuer. So, da sind wir schon. Gar kein Grund zur Panik. Wie sieht die Energiezelle aus? Die beiden sind es nicht. Hier dann. Ja, so sah die aus. Okay. Nächster Checkpoint. Ich hoffe, die funktionieren auch. Ich werde jetzt mal nicht manuell saven. Da liegen die Dinger. Vielleicht können wir die, wenn wir gut sind, ja, Mann, zu uns holen. Aber Leute, wir haben auch gar nicht mehr Full HP. Okay, also mit Force Power können wir dem anscheinend keinen Damage machen, dem Vieh. Es hat einen roten Marker, also... Ja, da ist es. Und come on. Es scheint echt Damage zu kriegen. Ja, wir haben's. Ich glaube. Okay, ich glaube, es gibt mehrere. Aber eins haben wir getötet. Ja, auf jeden Fall, es gibt mehrere. Also man kann sie auf jeden Fall töten. Frage ist, bringt mir das was? Es werden wahrscheinlich so viele sein, dass es gar nichts bringt. Wir lassen es erstmal. Wir halten nach dem nächsten Teil Ausschau. Eins ist da links und eins ist da hinten rechts noch. Oh Gott. Ich wollte meinen Speedbuff anmachen. Hat trotzdem noch funktioniert, zum Glück. Also, vergiebig ist das auf jeden Fall, das Level. Okay. Was können wir jetzt hier mitmachen? Achso. Ah ne, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Dann das so hier machen. Ja, und dann hier. Okay. Da ist das Teil. Oh Gott. Okay, das ist vielleicht nicht so smart, was ich hier gerade mache. Okay, gut. Das war gar nicht so unknapp. Wir haben vor allem wieder irgendwie Damage bekommen. Macht der Sand uns Damage? Ich muss jetzt erstmal ein bisschen unsere Machtenergie aufladen. Und wir können ja versuchen, mal das Vieh rauszubeten. Sind es zwei? Happa, happa! Okay, also von den Thermaldetonatoren kriegen wir zumindest auf die Distanz hier keinen Damage. Und das ist schon relativ nah dran gewesen, also. Ich muss doch drüber. Ja, Jaden. Chill deine Base. Ist jetzt nicht so schwer. Warten. Oh, lol. Okay, shit. Oh, fuck. Das ist natürlich nicht gut. Dass die Dinger nicht so Bock haben. Kriegen wir das nicht hier rüber? Nicht? Okay.
Dann auf geht er. Dieser Dämpfer sollte zu meinem Hyperantrieb kompatibel sein. So. Ja, hättest du wohl gern, du Sack. Okay, wie kommen wir jetzt wieder hier rüber? Erstmal hier hin. Natürlich schaffen wir das nicht. Alter, unsere Jumps sind halt echt miserabel noch. Also hier waren noch Thermaldetonatoren. Okay. Dann hier rauf und dann hier rauf. Jetzt sollten wir eigentlich schon wieder im grünen Bereich sein, soweit. Jo. So, komm, gehen wir mal ein bisschen auf Nummer sicher hier. Zack. Gut, dann fehlt uns jetzt noch ein Teilchen und dann sollten wir von dem verdammten Felsen hier wieder runterkommen. Checkpoint ist gesetzt. Der Sack will uns immer noch. So, hier links. Das heißt, wieder hier hin. Boah, der Sprung ist auch jedes Mal echt knapp irgendwie. Ja, Level 1 Sprung, ey. Man merkt's halt. Kommen wir hier nicht irgendwie links lang oder so? Nicht? Müssen wir hier erstmal wieder raus. Können wir nicht mehr weiter verschieben. Oh Gott. Ich bin gar nicht hier. Ich schmecke nicht. Ich schmecke überhaupt nicht. Da hinten ist das Vieh. Oh Gott, schaffe ich es hier überhaupt hoch? No! Oh fuck. Okay. Ah, ich glaube, das Fallen ist das, was uns die ganze Zeit Damage macht. Okay, nochmal. Ja, das Springen ist schon nicht so einfach in dem Game. Vielleicht durchgehen wird's besser. Oh fuck me. Durchgehen springen wir natürlich auch kürzer. Mann. Aber irgendwie werden wir hier auch nicht so richtig angegangen von dem Vieh. Wartet ab, ich sag das jetzt und in der nächsten Sekunde wird uns das Ding fressen. So, also nochmal. Zack, rauf. Okay. Und nochmal. Okay. So. Da hinten. Das heißt, hier auf das schwarze Teil. Schaffen wir das? Let's go. Ja, schaffen wir. Easy. Und hier. Bisschen Damage nehmen. Ist auch komisch, dass wir von so einem geringen Höhen schon Damage kriegen. Genau die Energiekupplung, die ich für den Beschleunigungskompensator benötige. Ehre. Okay. Upsala. Gehen wir mal hier auf Nummer sicher, machen den Speedburst an und dann sind wir auch schon wieder im Schiffchen. Dann sollten wir es auch schon geschafft haben. Soweit. Können wir nochmal ein bisschen hier teabaggen. Sollen wir ein bisschen heilen. Na komm. OCD, 100 HP will ich schon haben hier. So, let's go. Das sollte klappen. Und jetzt schnell weg von diesem verrückten Felsen. Die armen Händler. Klingt so, als hätten die Sandgräber sie alle erwischt. Verdammte Viecher. Zum Glück bist du heil wieder zurück. Wir informieren Coruscant, diesen Planeten als gefährlich einzustufen. Das war gut, Jaden. Du bist für die nächste Stufe des Trainings bereit. Aber wir hätten auch noch eine andere Mission. Denk dran. In jeder Mission kannst du mehr über das Leben eines Jedi erfahren. Naja, dann würde ich sagen, machen wir die nächste Mission noch. Die Kultinvestigation. Jetzt bin ich am Überlegen, machen wir das diese Folge noch? Komm. Ich kenne noch Leute in Coronet. Wir treffen dort ein paar Freunde und gucken, was passiert. Gleichzeitig sehen wir diejenigen, die von den Kultaktivitäten berichtet haben. Na dann. Haben wir auch direkt die Level 2 Machtblitze. Äußerst ehrenvoll. Dann gucken wir mal, wie schnell wir die Mission hier noch hinter uns bringen, dass die Folge nicht zu sehr Überlänge hat. Sonst dauert das auch mal so ewig mit dem Hochladen und Rendern der ganze Lachs halt. Ah, das ist die Train Mission. Alles klar. Wir werden angegriffen. Jemand will die Bahn in die Luft sprengen. Die Meldung kam von der Frachtbahn dort unten. Prinzessin Leia Musik im Hintergrund, by the way.
Okay, also ein paar Kultisten abschlachten, sagt er. Du kümmerst dich um die Bahn. Ich erledige die Schiffe. Welche Schiffe? Digga, du suchst doch nur eine Ausrede, damit ich den Shit hier alleine machen muss. Okay. Ups, falsches Menü. make your way to the front of the tram. Okay. Gut. Aber hier können wir nicht rein, oder? Nee. Tür ist blockiert. Oh Gott. Erstmal hier schon High Risk Jumping am Start. Guten Tag. Fahrausweiskontrolle. Hier, komm. Bisschen. Oh Gott. Okay, unser Force Lightning ist noch nicht so effektiv anscheinend. Testen wir es an diesem Druiden. Wir haben halt auch nicht so viel Force Power. Deswegen müssen wir damit ein bisschen careful sein, weil sonst können wir uns halt auch nicht mehr heilen. So, hier ist alles unter Strom. Das heißt, es ist wahrscheinlich irgendwas hinten, um das zu deaktivieren. Kommen wir jetzt hier rein? Ja, jetzt kommen wir hier rein. Okay. Detonation Pack, so. Hier ist ein Hebel. Ja, genau. Jetzt ist das alles nicht mehr unter Strom. Können wir da weiter. Das ist das ehrenvoll. Leute, sagt mal, auf welche Star Wars Games ihr euch so in Zukunft freut, weil ich save hier mal eben schnell, weil ich habe so ein Gefühl, dass ich das versauen werde jetzt hier. Es kommt das neue, es kommt das neue Lego Star Wars Spiel, Skywalker Saga. Boah, da bin ich mega hyped drauf, muss ich wirklich sagen. Also, finden vielleicht von euch einige kindisch oder so, so hier Star Wars, Lego Star Wars Game und so. Aber ich bin erstens damit aufgewachsen so, also schon mal meine erste Ausrede. Also mit hier Complete Saga und zweite Trilogie und so, also Originale. Wartet mal, bevor ich laber. Kommen wir jetzt hier überhaupt weiter? Ja, super. Deswegen erste Ausrede und zweite Ausrede. Das Game sieht mega deep aus, zumindest für ein Lego-Game. Oh Gott, hier hat irgendjemand einen Disruptor. Das ist eine ganz böse Waffe, mein Freund. Wie bist denn du da dran gekommen? Ja, jetzt wieder den Faden verloren. Ehre, fall du mal runter. Oder nicht. Jetzt aber. Tschüss. Sein Wookie-Bowcaster. Also es sieht mega deep aus. Nicht nur für ein Lego-Game, sondern generell für ein Star Wars-Game. Also man kann so viel Shit in dem Game machen. Es ist unbelievable. Lol, er skillt erstmal mit seinem Lightsaber da. Genau. Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe es einfach nur. So, jetzt ist es tot. Erstmal einfach eiskalt abgeballert, die Sau. Wisst ihr, er springt dahin, kriegt Machtblitze und fällt erstmal sein Tod. Absolute Ehre, einfach nur. Mace Windu-Style. Bin ich jetzt hier wo lang gegangen, wo ich nicht mehr rauskomme oder wieder was? Erstmal unnötig Schaden anrichten hier. Leute. Wie komme ich hier wieder raus? Ich hol dich da raus. Müssen wir hier aufs Rohr? Guck mal, mein Rohr. Ja. Das Rohr ist die Lösung. Ja, das stimmt. Warte mal, du hast den Schlag auf den Kopf überlebt? Ist das dein Ernst? Unlimited Power! Ehre, unser erster Kill mit der Fähigkeit. Nice. Vielleicht erstmal hier rückwärts drehen. Warte mal. Ja, den Teabaggen müssen wir auch, aber hier so. Oi. Na komm. Triffst doch eh nicht, du Sau. Ich will den schon irgendwie töten, aber. Ach komm, scheiß auf den. Wir gehen einfach weiter. Wir gehen einfach weiter und schubsen ihn in seinen Tod. Warum ist es so lustig, Leute irgendwo runter zu schubsen? Kann ich mir das erklären? Kannst du mir nicht erklären.
Nee, nee, ich mag Züge. In die Tür. Okay, der Dude war mindestens genauso überrascht wie ich. Ah, guten Tag. Ach, hör doch mal auf mit deinem komischen Scheiß hier. Stirb da einfach. Wir brauchen auf jeden Fall Level 3 Machtblitze, so viel steht fest. Wobei wir einfach mehr Force Power brauchen. I've got the power. Den Schalter hier drücken. Nee, das ist der Fahrstuhl. Das Ding da reinschubsen. Nee. Den Schalter hier drücken. Nicht? Einfach hier irgendwie raufhauen. Also der Schalter hier workt nicht. Muss man da draufballern? Jetzt vielleicht? Nicht? Oh Gott. Okay. Dann bin ich ehrlich gesagt out of ideas irgendwie. Hier unten ist es auf Rot. Da gibt es das Game auch keine weiteren Hinweise. Ah. Ja, natürlich schießt du Sack sofort. Okay, ich habe ihn halt eiskalt übel gemisst. Ja, die Level 2 Machtblitze sind aber immer ein bisschen difficult zu hitten, einfach weil die halt nicht so die riesige Angriffsbreite haben, sag ich mal. So, ich nehme mal an, hier kommen wir raus. Da nehme ich korrekt an. Jetzt müssen wir uns ein bisschen hochheilen, damit wir für unsere nächsten Kämpfe gewappnet sind. So. Let's go. Ab hier rüber. Und wir hier rein. Lol. Da war irgendein böser Mann. Wir speichern lieber. Ich habe irgendeine böse Lache gehört. Ist da was? Oh Gott. Okay, Disruptor habe ich keine Lust drauf. So, die beiden sind Geschichte. Die Frage, wie wir mit ihm verkehren. Machen wir mit ihm dasselbe, was er mit uns machen will? Okay, ganz schlecht. Okay, obtained instant use med pack. Okay. Alter. Digga. Der will's halt wirklich hart wissen. Also ein Sniper bin ich nicht. Zumindest nicht in dem Game hier. Distance closen. Ha, gemisst. Jetzt bist du tot, du Sack. Da hatte ich ein bisschen Angst, dass wir wirklich an dem sterben, an dem Typen. Okay. Vamos! Let's go! Stirb! Checkpoint. Episches Jedi gegen Sith-Duell jetzt, ja? Während der Jedi die ganze Zeit Machtblitze schmeißt. Wobei Kai Katan ja auch selber Machtblitze konnte. Zumindest in Legends, wie es mittlerweile ja heißt. Im Expanded Universe. Warte, kurze Pause. Ich bin halb tot. Digga, aber du hast schon viele HP so, ne? Du willst es schon jetzt so ein bisschen wissen, oder? Okay. Ich dachte schon, ich bin derjenige, der tot ist. Das kann man bei dem Game nie so richtig sagen.
Das war gar nicht so schwierig. Bin dabei. Mach mir keinen Druck. Wo ist der Disruptor? Ich habe hier doch schon wieder einen Disruptor gehört. Hier ist der Disruptor. Warum haben immer die Rodianer die Disruptor? Oh lol. Guten Tag. Sind sie, glaube ich. Also zumindest stärker als du. So viel steht fest. Nicht so schwierig. So. Schnell. Nicht in die Bahn. Nicht in die Station. So. Gut. Nochmal schnell gesaved, damit es einfacher ist für die nächste Folge. So, 26 Minuten, da sind wir gar nicht so weit drüber. Ihr wart genau zur richtigen Zeit dort. Es ist etwas passiert. Wir brauchen dich zurück an der Akademie. Ja, das werden wir dann nächste Folge rausfinden. Ich hoffe, da seid ihr auch wieder mit dabei. Lasst gerne ein Like da, falls es euch gefallen hat, ein Abo, falls ihr neu seid. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut und ciao.